Für Maurice und Kim hat es Bier und Sushi gegeben. Manche Kombination wirkt zunächst ungewöhnlich und passt dann doch ganz gut. Wollen wir so drüber gehen? Als letzter ohne Date ist Maurice bis vor kurzem noch geknickt gewesen. Kann er hier seine Chance nutzen und die Initiative ergreifen? Was macht das Aufgeregtheitslevel-Ding? Es geht langsam. Langsam? Ja, okay, bin entspannt, tiefenentspannt. Ja, man lernt ja nicht alle Tage jemanden kennen. Nee, das stimmt. Unter dem aufziehenden Firmament Griechenland. Die Sterne sind ein bisschen mau. Ja, warte noch mal, es ist doch noch hell. Okay. Ich bin noch romantisch. Ja, wir müssen ungeduldig. Ja, da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Ich versuche wirklich, ich würde wirklich vieles möglich machen, aber das, Was würdest du denn so möglich machen? Keine Ahnung. Es kommt auf die Anforderungen drauf an. Ach, diese Augen, ey. Du kannst dich ruhig entspannen. Aha, ich bin dabei. It doesn't matter. Oh, jetzt bin ich. Was war das? Oh, oh fuck. Was? Jetzt habe ich verloren. Warum? Ich spiel mit dem Feuer. Du hast ja heute Nachmittag in der Sonne schon so sicher in deinem Gesicht. Hast du schon verloren? Eieiei. Fuck, ey. Was passiert hier? Danke. Ich bin dann immer wie so ein Teenie, ne? Stehen wir immer so. Ah, da haben wir es gemeinsam. Oh, weißt du, sonst so 2 Meter gestanden und dann so. Es ist doch nur die Weide im Wind. Aber es ist auch gut, wenn man nicht immer so dieser Felsblock ist. Ja. Halt, stopp. Das Video ist doch noch nicht vorbei. Und ihr müsst noch ein Abo dalassen. Und wenn ihr noch mehr Videos schauen wollt, findet ihr hier meine Prinz Charming Playlist. Und hier gibt es die ganze Staffel auf TV Now.